Wie hat sich das gestern Abend angefühlt, Johnny, als ganz Europa deinen Song gesungen hat? Also die Zuschauer sind ja aufgerufen worden, die Europäer sich eben zu filmen, wenn sie deinen Song What's Another Year singen. Das gab es zuvor noch nie. Wie war das? Es hat viele Erinnerungen zurückgebracht und war es die beste Möglichkeit yes. Possibility für die Eurovision. Lololol. Für die Grand Prix. Dein Deutsch ist so sexy. Das ist so schwierig für mich. So, let's talk in English. Und weißt du noch ganz genau, wann dir Hold Me Now, in welcher Situation das eingefallen ist? Ja, ich habe in London geschrieben Hold Me Now in 1985. Mhm. Und ich habe in Irland in meinem Hause geschrieben Why Me in 1990. Ja. 90. Schön. Und zwei Lieder, drei Gewinner. Geschrieben, dreimal Gewinner. Ja, super klasse. Zweimal gewonnen. Ja. Dreimal gewonnen, zweimal als Interpret und einmal eben als Komponist. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch für die tolle, tolle Band. Ja. Ist nicht so, ich weiß. So junge. Ja, so jung. Das ist alles nicht so einfach unter diesen Umständen, aber es ist, wie es ist und wir freuen uns. Wie verrückt, Johnny ist echt eine coole Socke, der war im Raum neben mir und ich habe ihn immer gehört, wie er die ganze Zeit mit seiner Gitarre gesungen hat. Also wenn jemand singen kann, dann Johnny Logan. Hier ist ein wunderbares ESC-Special. What's Another Year and Hold Me Now, Johnny Logan. I've been waiting such a long time, looking out for you, but you're not here. What's another year? I've been waking such a long time, reaching out. But you're not near. What's another year? What's another year to someone who's lost everything that he owns? And what's another year to someone who's getting used to being alone? That's the only way I can hide my fear. What's another year? Liebster Ricardo, danke, danke, danke für deinen Besuch. Danke, dass ich hier sein durfte. Kommst wieder, gell? Wenn ich dir mal ein Kompliment aussprechen darf. Das ohne Publikum zu machen, ist wirklich schwierig. Und du verbreitest trotzdem so viel gute Laune. Und das muss man einfach mal loben. Vielen, vielen Dank. Hab dieses tolle Team. Guck's dir an. Anders geht's auch gar nicht. Ich danke dir sehr. Komm immer wieder, ja? Sehr gerne. Abgemacht? Sehr gerne. Grüß Erik von mir. Mache ich. In jedem Fall. Nächsten Sonntag, 11.50 Uhr, der gestern, heute und morgen Fernsehgarten. 11.50 Uhr. Ciao.